Ja, herzlich willkommen, Teil 2 von dem neuen Projekt. Also ihr habt bis gerade gesehen, dass ich an der roten gearbeitet habe und auch das Problem hatte, dass ich die Kytronik drin hatte und den Zündzeitpunkt eventuell nicht ordentlich eingestellt hatte. Jetzt ist Folgendes. Jetzt hatte ich in der Zwischenzeit ein neues Mikrofon-Equipment und eine neue Kamera. Ne? Wie man unschwer erkennen kann, hier ist das Mikrofon. Jetzt versuche ich das mal so einigermaßen irgendwie hinzukriegen. So, Problem an der neuen Kamerafunktion war, dass sie nicht alles aufgenommen hat, was ich wollte. Problem 2 war, dass das Mikrofon nicht so gearbeitet hatte, wie ich wollte, weil mein fettes Doppelkinn nämlich immer schön an dem Mikro geschliffen hat und es eine Katastrophe war und auch irgendwie das Noise Cancelling nicht funktioniert hat. Anyway, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen, nochmal filmen, nochmal manuell machen und so weiter. Das heißt, die rote steht jetzt wieder drauf. Aktuelles Setup ist Venturi. Wir haben den Deckel von Westpac drauf, wir haben die Big Box 2 drunter und wir gucken jetzt mal, was er damit wirft. Ich habe schon einige Prüfstandsläufe gemacht. Die Prüfstandsläufe blende ich euch mit ein. Einfach aus dem Grunde, weil wir gucken wollen, was sich so getan hat. Ich schreibe euch dann in das Video mit rein, welcher Auspuff drunter ist. Die ganze Laberei dazwischen, ich gucke mal, was ich davon verwenden kann. Ihr müsst halt bitte diese Tonqualität entschuldigen. Ich finde mich gerade mit dem neuen Mikrofon hier zurecht. Und hoffe, dass es in irgendeiner Form irgendwann so ist, dass es akzeptabel ist. Anyway, so, also wir sind jetzt die letzte Runde. Der Motor fliegt dann raus, weil es wird ein neuer Motor reinkommen. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Es kommt nicht nur die Gabel rein, es kommt ein neuer Motor rein, es kommt eine neue Sitzbank drauf. Also der Roller wird sich maßgeblich verändern. Was für ein Motor reinkommt, das verrate ich noch nicht ganz. Aber es wird ein Motor reinkommen, den es so in der Form noch nicht gegeben hat. Also zumindest nicht, dass ich öffentlich davon weiß. Wir werden das erste Mal diesen Art Motor bauen und gucken, was passiert. Also, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Auch unter den Umständen, dass es alles relativ scheiße gewesen ist mit der Kamera und mit dem Ton. Bitte das zu entschuldigen, beim nächsten Mal wieder in gewohnter Qualität. In diesem Sinne, viel Spaß. Also beim letzten Mal waren wir ja so weit gekommen, dass ich die Kytronik rausschmeißen wollte. Das Geile ist, und ich habe ihn schon wieder vergessen, Wolfgang. Ich habe ihn schon wieder vergessen, den 19er Schlüssel. Also musste ich mit einer Scheißzündung erst bis nach Hause fahren und dann zu Hause entsprechend die Zündung umstellen und alles wieder zusammenpflastern. So, jetzt sind wir aber da. Ich habe es jetzt nicht abgeblitzt, aber ich habe es so grob nach Gefühl mal auf 19 Grad, 18, 19 Grad gestellt. Ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Mir geht es jetzt erstmal darum festzustellen, ob der mehr Leistung hat, wenn die Kytronik runter ist. Und jetzt kann ich gegebenenfalls mit der Zündung noch ein bisschen spielen. Wir werden jetzt also mal einen Schuss machen und mal gucken, wo wir uns jetzt befinden, weil jetzt haben wir den Vergaser umgebaut, die Kytronik ist runter und die Zündung ist auf 18 bis 19 Grad ungefähr eingestellt. Jetzt hoffe ich, dass er dann auch im Standgas ein bisschen sauberer sich zeigt, also entsprechend schön langsam oder relativ schnell und zügig in den ins Standgas geht und dass der Motor so ein bisschen besser antwortet auf das, was ich da vergasertechnisch gemacht habe. Wir gucken uns das jetzt mal an. Da sind noch die Kurven, ja, und ja, dann würde ich sagen, jetzt schießen wir mal ins Kraut. Also, nächste Runde. Die Bedienung ist komplett perfekt. Das ist immer wieder die gleiche Leistung. 21 kPS, die Bedienung ist wunderbar. Die lassen wir jetzt. Jetzt machen wir die nächsten Schritte. Also, Bedienung ist richtig geil. Wir haben mit Temperatur reingefahren und der hat, also, du konntest ja in dem Bild wahrscheinlich sehen, hast du wahrscheinlich gesehen, dass die Linie immer über der anderen Linie war. Also immer identisch. Ne? Temperatur ist drin, Leistung stimmt, kPS, mehr kriegen wir nicht raus. Ich habe aber keine Ahnung, was das für ein Auspuff ist. Ich habe jetzt, wir müssen jetzt mal eben die Kamera wegschmeißen. Ich will nochmal die Polini-Box drunter schnallen und die Big Box V2 würde ich gerne nochmal drunter schneiden. Jetzt hoffe ich, dass der Arne die, ob der Arne die clevererweise geschlitzt hat, die Box. Wenn nicht, müssten wir die Luft ablassen. Und wir haben keinen Kompressor hier. Ist also wieder die typische Scheiße, wenn man seine Halle außerhalb seines Prüfstandsraumes hat. So, also wir gucken mal, ob wir die Auspuffanlage unkompliziert tauschen können. Das machen wir jetzt mal und dann machen wir mal den nächsten Schuss, weil der Auspuff,
der hat so einen typischen, guck mal hier, der hat so einen typischen Reso-Einstieg, so eine typische Reso-Delle. Und das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir verlieren hier extrem Leistung. Schmeiß runter. Okay. Also ich will unbedingt den Auspuff wechseln. Blaser passt, Zündung passt, das ist alles soweit gut. Wir schauen jetzt mal. So, jetzt wissen wir auch, was für eine Box drunter war. Da war eine LTH-Box drunter. Die LTH-Box ist mittlerweile ziemlich aus der Zeit gefallen. Die war zu ihrer Zeit, als sie rauskam, ganz geil. Aber ich glaube, dass sie uns hier ein paar PS frisst. Wir schauen jetzt mal, wir haben jetzt die Big Box 2. Drunter. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Ne? Also auf ein neues. Länger frisst die Belastung. Motor rein. Motor fällt schnell in den Leerlauf zurück, das ist alles perfekt. Sehr schön. Und das alles mit der Big Box 2. So, warte. Also, wie wir sehen, haben wir 22 PS und knapp 23 Newtonmeter. Das passt sehr, sehr gut. Die Big Box 2 ist jetzt drunter. Venturi ist drauf. Deckel habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass mit Deckel und ohne Deckel bei mir die gleiche Leistung anliegt. So, Motor ist perfekt abgestimmt, da passiert gar nichts mehr mit. Der ist thermisch wunderbar. Der bricht hinten raus ein bisschen schnell zusammen nach dem Peak. Also der hat seinen Peak so bei 7000 Umdrehungen, hat er seinen Leistungspeak, 7170 um genau zu sein. Und das passt, da bin ich sehr zufrieden mit. Und ich würde sagen, wir können das so lassen. Ich werde jetzt noch mal Folgendes machen. Wir werden noch mal, ich blende die euch jetzt mal ein, Sekunde. So. Also, ich blende euch jetzt alle Kurven noch mal ein. Die rote Kurve war die allererste Kurve mit der LTH-Box und mit der Qtronic. Da kam leistungsmäßig 19,8 PS raus mit 22,2 Newtonmeter. Dann haben wir die Qtronic runtergeschmissen, das ist die schwarze Kurve. Den Vergaser runtergeschmissen und haben den Vergaser entsprechend bearbeitet und haben den Vergaser umgebaut, neu bedüst nach meinem Gusto und da kamen 21,1 PS raus und 23,3 Newtonmeter. Also die LTH-Box war da von der Leistungsentfaltung schon ganz okay. So, die blaue Kurve, das ist Qtronic runter, das ist LTH-Box. Und mit Zündung auch statisch auf 18 Grad, also die blaue Kurve. Und da haben wir 21,5 PS und 23,7 Newtonmeter. Allerdings bei 6000 Umdrehungen, also sehr, sehr früh. Der Auspuff macht sehr, sehr früh dicht und lässt hinten raus überhaupt keine Luft vernünftig zu atmen. Dann haben wir den Prototypen-Auspuff vom Porsche. Den zeige ich euch mal. Das ist der Prototypen-Auspuff vom Porsche. Das ist dieser riesen Opus. Der ist so leise, ihr macht euch keine Platte. Das Ding sieht aus wie ein Frankenstein. Aber der ist mega leise und der hat auf diesem Roller 23,4 PS gebracht und 22,5 Newtonmeter. Aber ihr seht an der grauen Kurve, dass der Peak sehr, sehr weit hinten raus ist, dass wir da über knapp 7500 Umdrehungen sprechen und das ist für den SI-Vergaser grenzwertig. Der SI-Vergaser kann gut performen bis 7500 Umdrehungen. Alles, was danach kommt, ist nicht in Ordnung. Aber ihr seht an allen Kurven, dass wir nach dem Peak, also relativ schnell nach dem Peak, einen Leistungsabfall haben, einen sehr drastischen Leistungsabfall. Da haben wir halt das Problem, dass die Einlasszeiten, die Steuerzeiten nicht vernünftig passen und dass der einfach hinten raus keinen Schmack hat. Also es macht keinen Spaß, den Roller im Overref rauszuziehen.
Der Roller performt am allerbesten, wenn du, sagen wir mal, bis 6.000, 6.500 Umdrehungen fährst. So, und die grüne Kurve, das ist die letzte Kurve, die ihr seht. Die grüne Kurve ist in der Mitte, ne? Also man kann es wirklich deutlich sehen, in der Mitte so bei 4.500 Touren am allerstärksten, bricht dann so ein bisschen zusammen und schiebt dann hinten raus auf 7.000 Umdrehungen und macht den Peak bei 7.100, hat 23 Newtonmeter in der Spitze. Die Big Box 2 ist für mich jetzt an der Stelle der beste Auspuff aus dem ganzen Kontingent, was ich habe. Die Polini Box konnte ich leider nicht testen, weil ich nur eine 125er Polini Box habe und nicht für die 200er. Also ihr seht, so sieht das aus, wenn man mit geschlossenem Vergaser fährt, mit einem nicht richtig abgedüsten Vergaser, mit einem geschlossenen Deckel, mit einem Ansaugweg von 2 Meter Länge, mit dem falschen Auspuff, mit einer Kytronic drauf. Und da könnt ihr die Schritte jetzt ganz wunderbar sehen, so wie ich es euch erklärt habe. Machen wir den Auspuff mal weg. So. Und das fasst es eigentlich ganz gut und relativ gut zusammen. Ja, also, das war's für den Motor. Jetzt, der Motor fliegt raus. So wie es aussieht, werden wir den entweder auf Halde legen oder den werden wir verkaufen, wenn jemand Bock drauf hat. Und werden jetzt einen ganz anderen Motor bauen. Das wird sehr interessant, da freue ich mich drauf. Und ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht. Jetzt ist für diesen Roller in dieser Konfiguration Schluss. Jetzt fliegt Motor raus, jetzt fliegt Gabel raus, die Sitzbank kommt runter und dann kommt das nächste Video. In diesem Sinne, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee.